Ja, schön. Und wenn ich dann die langen Register all der kleinen Beamten, kleinen Kaufleute und kleinen Gutsbesitzer, der Kreisschreiber, Kreisrichter und geistig niedergehaltenen Schullehrer und Dorfgeistlichen gelesen habe, die ich aus den entlegensten Provinzen der Monarchie als Wahlmänner oder gar als welt- und lebensfremde Deputierte aus den Wahlen habe hervorgehen sehen, so habe ich oftmals in dem großen Kreise bedeutender Frauen umhergeblickt. So habe ich oftmals. Mann. Ja. Und wenn ich dann die langen Register all der kleinen Beamten, kleinen Kaufleute und kleinen Gutsbesitzer, der Kreisschreiber, Kreisrichter und der geistig niedergehaltenen Schullehrer und Dorfgeistlichen gelesen habe, die ich aus den entlegensten Provinzen der Monarchie als Wahlmänner oder gar als welt- und lebensfremde Deputierte aus den Wahlen habe hervorgehen sehen, so habe ich oftmals in dem großen Kreise bedeutender Frauen umhergeblickt, mit denen mein Leben mich in unserem Vaterlande und außerhalb der Grenzen desselben in Verbindung gebracht hat. Und ich habe mich gefragt, diese niedrig stehenden, ununterrichteten Wähler, diese niedrig stehenden, ununterrichteten Wähler, diese beschränkten, ja, okay, dann probier's mal so rum gleich, dann kannst du es dir nochmal anhören. Diese niedrig stehenden, ununterrichteten Wähler, diese beschränkten, weltfremden Wahlmänner, diese nur als Stimmen bedeutenden Deputierten haben samt und sonders Rechte, die ihnen ihrer Einsicht nach nicht zukommen und die sie nur besitzen, weil sie Männer sind. Und diese gleichen Rechte werden mit Ausnahme der fürstlichen Frauen auch den geistig befähigten sowie den durch ihre Arbeit unabhängigen Frauen vorenthalten. Nur weil sie Frauen sind. Ist das ein Grund? Ist das gerecht? Und wird und muss das immerfort so bleiben? Thank you.